Ihr träumt von eigenen Miniaturen? Dann ist HeroForge genau das Richtige. Und damit hallo und herzlich willkommen bei HitDice. Ja, wer es nicht kennt, seit einigen Jahren könnt ihr eure eigenen Traumminiaturen für eure Spiele erstellen. Egal ob Fantasy oder Zukunft, jetzt seid ganz egal. Da ist HeroForge einer der größten oder beziehungsweise der größte Anbieter derzeit, wo ihr euch verwirklichen könnt. Ihr müsst im Internet einfach HeroForge eingeben und zack, kommt ihr sofort in den Creator rein. Hier könnt ihr sich in einem 3D-Modulator wirklich eine Miniatur von Grund auf anfertigen. Als erstes wählt ihr euch eine Rasse aus und das dazugehörige Geschlecht. Es gibt hier bei HeroForge unfassbar viele Rassen. Wir scrollen das hier mal ein bisschen durch und zum Schluss gibt es sogar nachher noch ein paar Tiere, die ihr auch noch individuell an eure Bedürfnisse anpassen könnt. Wir starten hier ganz einfach mit einem Menschen, können hier auch noch mal einen Zufallsknopf drücken, um noch mal schon mal ein bisschen Zufall mit reinzubringen, wer ein bisschen faul ist und wer nicht alles machen möchte. Dann kann man sich die Gesichtszüge auswählen, tatsächlich in das kleinste Detail gehen, wo man was anpassen möchte. Man kann die Haare auswählen, wir nehmen hier so einen freshen Haarschnitt. Dann können wir noch Zähne, Ohren, Flügel, all das können wir theoretisch auswählen. Als nächstes wählen wir dann die Klamotten aus. Wir können jetzt erst so Standard-Outfits nehmen oder auch das zufällig zusammen generieren. Oder wir können auch so ein Standard-Outfit nehmen und das noch an unsere Bedürfnisse anpassen. Im nächsten Schritt können wir dann uns zum Beispiel Schwerter in die Hände legen oder das auch mit beiden Händen führen lassen. Wir können theoretisch auch Schilder zunehmen. Es gibt hier wirklich alles. Auch moderne Waffen, Bücher oder wie hier wunderschöne Zauber. Auch diese verändern sich, ob ihr die mit einer Hand oder mit zwei Händen ausführt. Wir entscheiden uns hier für einen wunderschönen Nekromantenzauber mit Totenköpfen mit drin. Das wird nachher nochmal richtig sichtbar, wenn wir es tatsächlich verfärben. Dann gehen wir über und können uns tatsächlich noch Items theoretisch an die Seite ranpappen oder auch auf den Rücken. Wir können jetzt zum Beispiel so einen freshen Umhang nehmen und uns den einfach mal hinten auflegen. Anschließend wählen wir eine Pose auf, die uns besonders gut zusagt. Und ihr seht schon, dass sich alles richtig gut tatsächlich dran anpasst. Es wirkt hier alles ein bisschen sehr positiv, aber ich finde das Ganze einfach gut. Also das ist hier kein übertriebenes Werbevideo oder sonstiges, das ist einfach meine persönliche Meinung. Und wir gehen natürlich nachher nochmal auf die ganzen negativen Sachen ein, aber erstmal möchte ich erklären, wie das Ganze hier vonstatten geht. Ihr könnt euch auch noch eure Base auswählen und entweder sie ganz normal machen oder hier so ein paar Steine drunter, dann sieht das Ganze vielleicht noch epischer aus, wenn wir hier so einen krassen Magier haben. Jetzt können wir unseren Helden natürlich noch verfärben. Ihr könnt das hier Ganze in einem gewissen Farbschema einfach machen für Faule oder wir können natürlich auch selber direkt gewisse Farben anpassen, so wie wir es am liebsten mögen. Hier machen wir die Wolke zum Beispiel grün und die Totenköpfe vielleicht schwarz oder einfach weiß, vielleicht wie Totenköpfe dann auch sind, je nachdem, wie man es gerne hätte. Auch neu sind die ganzen Tattoos, die man sich am Körper verpassen kann oder seinen Umhang hinten zum Beispiel noch komplett anders individuell gestalten. Bei der Base sei übrigens gesagt, ihr könnt sogar den Untergrund der Base ändern. Das heißt, ihr könnt euren Namen untergravieren oder den Namen eures Helden, den ihr darstellen wollt, oder des Schurkens. So wird es wirklich unverwechselbar und einzigartig. Wenn das vollbracht ist, könnt ihr sogar noch weitere Miniaturen erstellen und diese hinzufügen. Oder ihr könnt zum Beispiel Pilze noch hinzufügen, wenn ihr einen Golem habt oder eine kleine Eule auf die Schulter eures Helden setzen, um ihn wirklich, wirklich individuell zu gestalten. All das bietet unfassbar viele Möglichkeiten und ihr könnt wirklich so eine einzigartige Miniatur erstellen, wie sie wirklich zugeschnitten für euren Helden oder euren Schurken oder was auch immer ihr schaffen wollt, sein sollte. Auch könnt ihr theoretisch Mounts haben. Das passt jetzt hier aber nicht mit dem Umhang. Da sagt das Programm für uns leider nein, das funktioniert hier nicht in dem Zusammenhang. Da müssen wir ein bisschen was anderes gestalten. Aber theoretisch kann man auf dem Bären reiten, auf dem Pferd reiten. Alles Mögliche ist hier machbar. Wenn ihr jetzt hier mit eurer Miniatur zufrieden seid und Stunden im Editor verbracht habt und jetzt wirklich zufrieden seid, vielleicht nur Minuten, vielleicht wusstet ihr auch schon ganz genau, was ihr haben wollt, aber im ersten Moment ist dieser Editor tatsächlich fast so ein bisschen erschlagend, aber super, super selbsterklärend, dann könnt ihr das Ganze kaufen und zwar in verschiedensten Optionen. Einmal Normalplastik, das heißt, ihr wollt es vielleicht selber anmalen, dann etwas hochwertigeres Plastik, ihr könnt es aber auch selber sogar in Bronze holen, das ist dann schon recht teuer. Oder ihr holt es als digitalen Druck, also ihr habt zum Beispiel einen 3D-Drucker selber zu Hause, dann könnt ihr euch einfach die Datei dafür runterladen. Oder ihr holt euch das einfach als 3D-Model.
Ihr könnt das Ganze auch 2D auf dem Plastik draufdrucken, damit habe ich aber leider keine Erfahrung. Und das ist, finde ich, jetzt einfach nicht so spannend, meiner Ansicht nach. Ihr könnt euch die natürlich auch farbig zuschicken lassen, wenn ihr keine Lust habt, das selber anzumalen. Aber da kommen wir natürlich dann gleich schon zum Preis. So eine farbige Miniatur kostet schon ziemlich viel Geld. Auch so eine fertig gedruckte Miniatur ist nicht gerade günstig, sondern greift schon tief in eure Tasche rein, vor allen Dingen mit dem zusätzlichen Versand. Aber wenn ihr als Gruppe bestellt und für eine längere Kampagne, kann sich das durchaus rentieren und macht unfassbar Spaß. Ich meine, wenn ihr mit der Miniatur 1 oder 2 Jahre spielt, dann ist das nichts mehr. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber als einmalige Miniatur kurz am Spieltisch ist das Ganze hier auf jeden Fall viel zu teuer. Wenn ihr keinen eigenen 3D-Drucker habt, könnt ihr euch die Dateien aber selber auch runterladen und ihr könnt mal in eurer Stadt gucken. Oft gibt es in vielen Städten mittlerweile Läden oder vielleicht, wenn ihr eine Uni habt, dort gibt es auch meistens irgendwelche Druckbereiche, wo man für relativ wenig Geld dann tatsächlich sich sonst auch seine eigene drucken kann. Die Druckqualität ist aber tatsächlich gut. Wenn wir jetzt also mal das Ganze hier bestellen, dann kommt so nach 4 bis 6 oder manchmal auch erst 8 Wochen das Paket bei uns zu Hause an. Die Miniaturen sind alle wunderschön verpackt und sie kommen wirklich sicher und heil bei uns an. Die eine Miniatur hatte ich tatsächlich in groß bestellt und habe sie mir deshalb ohne Base liefern lassen, weil ich eine spezielle Base dafür haben wollte. Die ganzen Miniaturen sind wirklich sehr, sehr hochwertig und fest gedruckt. Das heißt, da ploppt nicht mal eben so ein Schwert ab. Auch die ganzen Sachen sind sehr, sehr gerade gedruckt und ich hatte bis jetzt noch nie großartige Probleme. Auch lassen sie sich sehr gut selber anmalen, wenn ihr darauf Lust habt. Allein durch den hohen Detailgrad geht das recht gut. Also, kurzum ein schnelles Fazit zu HeroForge. HeroForge ist ein wirklich, wirklich mächtiges Online-Programm, was ihr so nutzen könnt. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr wirklich eine lange Kampagne spielt, lohnt es sich durchaus, das Ganze auszuprobieren und zu machen und auch umzusetzen, sich die Figuren noch von denen drucken zu lassen. Denn ich habe festgestellt, wenn Bekannte von mir gesagt haben, sie drucken die Figuren selber, sind die meisten tatsächlich in einer minderwertigen Qualität. Die Sachen brechen doch mal ab, sie haben Probleme beim Drucken, weil das tatsächlich doch sehr anspruchsvolle Drucke zum Teil sind. Und ich finde, sowas kann man tatsächlich auch mal ein bisschen unterstützen. Vor allem bei langen Kampagnen, wo ihr sagt, okay, ich spiele diesen Charakter vielleicht 1 oder 2 Jahre sogar, wer weiß, dann lohnt es sich durchaus. Ob ihr ihn farbvoll drucken wollt, ist dann natürlich nochmal eine andere Sache. Das geht dann natürlich wirklich in hohe Preise rein, aber wenn ihr keine Lust habt, etwas anzumalen, dann könnt ihr das, finde ich, auch mal angehen. Sonst kann ich euch den höheren Plastikdruck auf jeden Fall ans Herz legen. Das macht sich durchaus bemerkbar, wenn man das selber anmalen möchte. Ich kann euch auch hier mal 1-2 Einblendungen machen, wie meine Figuren dann bemalt aussehen, die ich mir von HeroForge habe drucken lassen. Aber wie gesagt, ich bin kein ultimativer Malkünstler. Ihr könnt das da draußen sicherlich viel, viel besser. Wie gesagt, mein Fazit ist durchaus positiv. Einem muss nur der Preis bewusst sein, aber wenn ihr als Gruppe bestellt, tatsächlich eure Charaktere, spart ihr auch ja die Versandkosten ein bisschen ein, beziehungsweise werden diese ein bisschen gedämpft und dann reduziert sich das Ganze schon ein bisschen. Wie gesagt, wenn ihr es nicht kennt, probiert es mal aus. Ihr könnt ja sonst auch Screenshots von eurer Miniatur machen, sonst die auf eine Pappe aufkleben und dann habt ihr auch eine günstige Miniatur und habt dafür keinen Pfennig gelöhnt. Ihr könnt ja sonst ganz gerne eure Erfahrungen mit HeroForge in die Kommentare schreiben oder irgendwelche Fragen dazu, die beantworte ich sehr gerne. Und sonst sehen wir uns bald wieder bei Hit Dice. Ciao, ciao.